Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind immer noch mit Franklin zu einer Art Ronald verwandelt worden. Also der Fluch ist immer noch bei uns da und ich versuche alles Mögliche, um herauszufinden, wie wir diesen Fluch brechen können, Leute. Ihr seht, Ronald hat die ganze Stadt eingenommen. Die Lichter sind aus und überall sind diese Ronald-Zombies. Ich versuche allerdings herauszufinden, ob wir in McDonald's irgendeine Möglichkeit finden, Ronald aufzuhalten, mich zurückzuverwandeln und vielleicht sogar Grimace zurückzubringen. Leute, es muss doch irgendwo so eine Art Geheimnis geben, so ein geheimes Fach bei McDonald's. Es gibt doch bestimmt so eine Art Geheimformel vielleicht. Vielleicht hier in der Kasse oder so. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Nee, sieht nicht so aus. Es ist schon merkwürdig, dass hier niemand ist, ne? Also, oh, hier sind wahrscheinlich wieder diese Ronald-Burger, die alle zubereitet werden. Ja, die dürfen wir auf gar keinen Fall essen, Freunde. Oh, warte, hier ist ein geheimer Raum. Da komme ich aber nicht rein, Leute, ohne einen Pin. Was finden wir denn hier, Leute? Ist hier vielleicht irgendetwas? Ist das eine Frau oder so? Da redet jemand. Warte, habt ihr das gehört? Wo kommt diese Stimme her? Oh mein Gott, bitte sagt mir nicht, dass es irgendwie ein neues Monster ist, von dem ich noch nichts weiß. Hallo? Wo kommt diese Stimme her? Wo war das denn? Hallo? Wow. Warte mal, da ist ein Grimace Shake. Warte mal, die sind doch gar nicht mehr da in Los Santos. Was steht auf dem Papier? Wenn du Grimace retten willst, komm zum Lagerhaus, wo der Schneemann ist. Von wem ist dieser Brief? Ist das ein Trick von Ronald? Nee, hier steht ja, weil ich Grimace zurückkriegen kann. Oh mein Gott, gibt es eine Möglichkeit, wieder Grimace zurückzubekommen, damit er gegen Ronald kämpfen kann? Oh, vielleicht haben die auch eine Lösung, wie ich wieder normal werden kann, weil ich krieg dieses Make-up nicht rausgewaschen und auch die roten Haare. Ich krieg das alles nicht raus. Okay, das Lagerhaus, wo der Schneemann ist. Wo könnte das sein? Ich muss, Leute, allerdings hier von diesen ganzen Zombies entkommen. Momentan ist es aber ein bisschen ruhig. Wo ist das Lagerhaus? Leute, ich glaube, ich bin jetzt ein paar Stunden hier durch ganz Los Santos gegangen und ich denke, ich habe den richtigen Ort gefunden. Und zwar wird in dem Brief von einer Art Lagerhaus geredet, wo ein Schneemann ist. Und wenn ihr GTA 5 lange genug spielt, kennt ihr wahrscheinlich das Easter Egg, wo ein Schneemann ist. Also das ist in diesem Lagerhaus. Es müsste die richtige Location sein. Ich hoffe, dass wir wirklich richtig sind. Boah, es ist so unglaublich dunkel einfach hier. Okay, wo ist der Schneemann, Leute? Irgendwo muss hier der Schneemann sein. Irgendwo in einer dieser Räume. War das hier? Ja, ich hab's gefunden, Leute. Da ist der Schneemann. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Muss ich da einfach durchlaufen? Oder gibt es dort eine Möglichkeit, sich da reinzuquetschen? Ich glaube nicht. Vielleicht machen wir diese ganzen Kisten mal kaputt. Okay, so. Okay, das weg, das weg, das weg. Okay, jetzt steht der Schneemann frei. Oh. Habt ihr den Sound gehört? Okay, ich werde jetzt nicht schlau daraus. Ich komme hier immer noch nicht durch und es sieht so... Was? Wait. Ich glaube, ich habe einen geheimen Raum freigeschaltet. Okay, Franklin, dann rein da mit dir. Franklin? Hallo? Warum traust du dich nicht? Wie? Was? Er will nicht? Franklin, komm schon, du willst doch auch wissen, ob du wieder normal werden kannst. Ich glaube, Leute, Franklin hat einfach keinen Bock. Freunde, könnt ihr vielleicht motivieren? Lasst mal gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Vielleicht motiviert er dadurch Franklin. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gerne auf den Abo-Button drücken, Leute. Vielen Dank, wir sind auf dem Weg zu 1,2 Millionen Abonnenten. Leute, lasst uns das dieses Jahr zusammen schaffen. 1,2 Millionen Abonnenten. Unglaublich krasse Zahl. Und, Franklin? Alles bei dir okay? Oh, warte. Ich kann ihn wieder bewegen. Okay, nice. Leute, danke schön auf jeden Fall fürs Liken. Ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1 und... Wo bin ich jetzt drin? Oh mein Gott. Das ist das Grimace-Logo. Ist das eine Art riesen Milchshake-Automat? Was ist das? Keine Ahnung, Leute, was das ist, aber das ist auf jeden Fall so eine riesen Apparatur. Und da ist das Grimace-Logo drauf. Alter, was ist das? Ist hier der Grimace-Shake entstanden? Ist das Teil einer Grimace-Fabrik? Ich werde hier nicht schlau draus. Oh mein Gott, da ist eine Person. Warte mal. Hey, nicht den Grimace-Shake trinken. Hey, Vorsicht. Ah, lecker Schmecker. So ein guter Shake. Was haben Sie getan? Sie werden sich jetzt in Grimace verwandeln zu einem Zombie. Ey, bitte. Nicht trinken. Hören Sie auf. Warte mal kurz. Wer sind Sie eigentlich? Wie sind Sie in diese Basis reingekommen? Ah, sorry. Sorry, dass ich dir kleine Panik gemacht habe. Ich halte meine Identität lieber geheim. Was für dich wichtig ist, ist, dass du mir helfen kannst, Grimace wieder zum Leben erwecken zu können. Warte, ich soll dir helfen, Grimace wieder zu beleben? Aber ich dachte, das war eigentlich meine Aufgabe gewesen. Aber woher soll ich wissen, dass du nicht ein Teil von Ronalds Freunden bist oder so? Dass das alles ein Trick ist. Bestimmt hat Ronald dich bezahlt, damit ich
so tue, als würde ich Grimace wiederbeleben. Anstattdessen mache ich so ein Supermonster Ronald, oder? Wenn du mir nicht traust, dann probier es einfach mal selbst. Trink doch diesen gesonderten Grimace-Shake, den ich jetzt zubereitet habe. Es ist eine neue Version des Grimace-Shakes, ohne dieses ganze merkwürdige Zeug da drinne, was Grimace dir verabreicht hat. Trink ihn einfach mal. Ich weiß nicht. Soll ich den jetzt wirklich trinken? Okay, ich glaube, wir können es probieren, oder? Okay, Franklin, uns bleibt nichts anderes übrig. Trinken wir den Grimace-Shake. Ich weiß sowieso nicht, was passieren wird, wenn wir den trinken. Aber ja, Franklin trinkt ihn jetzt aus. Okay. Er ist noch ein bisschen skeptisch. Und jetzt trinkt er ihn tatsächlich aus, Leute. Und passiert etwas? Wow! Der hat mich wieder zurückverwandelt. Leute, ich bin wieder normal. Oh mein Gott, das ist so eine Art Anti-Grimace-Shake oder ein Anti-Ronald-Shake. Jetzt musst du mir aber einiges erklären. Wer bist du genau? Also, ich weiß, dass ich deinen Namen nicht erfahren kann, aber wer bist du genau? Und was soll ich tun, damit ich Grimace wiederbeleben kann? Okay, jetzt erfährst du wirklich die Wahrheit hinter dem Grimace-Shake. Grimace ist nicht der Erfinder des Grimace-Shakes. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Grimace-Shake erfunden und Grimace vermarkten lassen. Es war eine Art Experiment. Es ist allerdings schiefgelaufen. Jetzt habe ich eine neue Version rausgebracht und die scheint bei dir perfekt zu funktionieren. Warte mal. Grimace hat den Grimace-Shake gar nicht erfunden? Und auch nicht Ronald McDonald? Das war diese Frau. Sie hat den Grimace-Shake erfunden. Okay, und wofür ist dieses Teil da? Nachdem Grimace nicht mehr am Leben war, musste ich die Überbleibsel der Grimace-Shake-Fabrik nutzen, sie zusammenlegen und habe jetzt eine neue Entwicklung gemacht. Diese Maschine kann Grimace wiederbeleben. Das Problem? Grimace ist nicht hier. Und ohne den Grimace kann ich ihm auch keinen originalen Spezial-Grimace-Shake verabreichen, um ihn wiederzubeleben. Also, du müsstest Folgendes für mich tun. Suche nach Grimace. Es gibt Gerüchte, dass Ronald irgendwo in der Stadt eine Festung hat. Und irgendwo dort ist in einem kleinen Käfig Grimace versteckt. Wenn du es schaffst, ihn einfach zu holen, können wir ihn wiederbeleben. Aber es wird nicht leicht werden. Oh, okay. Jetzt verstehe ich. Sie will also Grimace wiederbeleben. Wahrscheinlich mit diesem neuen Grimace-Shake? Okay, das ist perfekt. Meint ihr, wir können dieser Frau vertrauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich persönlich muss schon sagen, ich vertraue ihr schon sehr, weil sie hat mich wieder normal werden lassen. Alles klar, dann müssen wir Leute jetzt raus in die Stadt und erstmal nach diesem Ronald suchen oder nach seiner Festung und dort nach Grimace suchen. Und dann können wir Grimace wiederbeleben. Das Problem ist, wo finde ich diese Festung von Ronald McDonald nochmal? Vielleicht kann mir ja einer der Ronald-Zombies erklären, wo sich diese Festung befindet. Aber hier sind einfach keine... Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, der ist einfach aus dem Nichts gespawnt. Warte mal kurz. Können wir den vielleicht besiegen? Oh mein Gott, ich will nicht runterfallen. Oh, na los. Wo ist die Festung? Wo ist die Festung? Na los, sag es mir. Sag es mir jetzt sofort. Wo ist die Festung? Wo versteckt Ronald McDonald Grimace? Na los, rede. Let's go. Komm schon. Reden sofort. Irgendwie will er nicht reden, ne? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich erzähl dir alles. Skibidi Toilet Basis. Skibidi Toilet Basis. Okay, wo soll ich die... Die Skibidi Toilet Bar... Ja, das Hauptquartier. Leute, es gibt doch dieses eine Hauptquartier von Skibidi Toilet. Seitdem die Skibidi Toilets weg sind, steht dieses Gebäude leer. Und ich glaube, Grimace, oder ich meine, warte, Ronald McDonald, hat es genutzt für sich selber. Okay, Freunde, ich habe den Weg noch dorthin gefunden. Also, irgendwo dort drinnen muss Grimace sein. Wir sind allerdings ganz vorsichtig, denn wir haben ein Problem. Wir hätten eigentlich als Ronald McDonald dorthin gehen sollen. Dann hätten sie uns wahrscheinlich nicht erkannt. Na gut, einfach vorsichtig sein, Freunde. Oh, da sehe ich ein paar Ronalds. Ja, das ist nicht so gut. Okay. Hilfe, Leute. Wir müssen dort reingehen, ohne einen Mucks zu machen. Ohne ein einzelnes Geräusch zu machen. Okay, ist alles gut. Warte mal, da ist ein Typ. Ich weiß nicht. Hey, sie... Oh mein Gott. Ich versuche lieber doch nicht zu reden. Hey, sie, Mister. Ist alles okay? Sind Sie hier gefangen? Seien Sie ruhig. Gehen Sie weiter. Okay, ich gehe jetzt einfach weiter. Aber ich weiß nicht, wohin. Wo ist Grimace? Warte, vielleicht kann ich mir erzählen, wo Grimace ist. Wo ist Grimace? Psst, im Tresorraum. Irgendwo hier oben. Im Tresorraum irgendwo oben. Ah, okay. Weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so hoch... Oh, ich kann da nicht so hoch gehen, Leute. Da sind überall Ronalds. Okay, wir müssen durch andere Zimmer durchgehen. Vielleicht finden wir ihn, ja? Oh. Okay, warte. Ich müsste ihn erledigen. Okay, na los. Das war nicht laut. Das war zu laut. Nimm das. Okay. Oh. Okay. War das zu laut? Glaub nicht. Ich glaube, das war okay. Das ging gerade noch so. Warte, hier ist ein Tresorraum. Oh, warte. Nein, das ist, glaube ich, der falsche Raum. Sorry. Der falsche Raum. Oh, Grimace. Ich will ihn wieder...
Okay. Einfach vorsichtig vorbeigehen. Ich glaube, die bewachen etwas. Das macht nämlich wirklich Sinn, dass hier sehr viele von diesen Ronalds sind. Die müssten irgendetwas Wichtiges bewachen. So, dann gucken wir. Wow. Ist das eine geheime Treppe? Ich bin hier, glaube ich, noch nie gewesen in der Basis. Vorsicht. Ist hier Ronald? Nein, hier ist er nicht. Ist das... Oh, hier ist noch ein Tresorschloss. Na los. Das ist der große Tresor. Oh, das ist die große Tür. Habe ich aber den Safe-Code? Oh, warte mal. Das Teil ist offen. Ich kann es einfach öffnen. Oh mein Gott. Alter, wie viel Geld da liegt. Das ist wahrscheinlich das ganze Geld, das Ronald mit den Ronald-Burgern gemacht hat. Und hier ist Grimace. Ich habe Grimace gefunden. Oh, let's go. Okay, Freunde, sammeln wir den mal auf. Okay, Freunde, jetzt nichts wie raus. Wir haben Grimace aufgesammelt. Jetzt müssen wir hier einfach nur noch rausgehen, ohne entdeckt zu werden. Und wir schauen mal nach. Okay, ich höre hier. Hier laufen Leute rum. Hier laufen Leute. Hört ihr das? Hier laufen Kreaturen. Ich höre Schritte. Warum habe ich hier Schritte? Oh mein Gott, das ist gerade gruselig. Hello. Oh mein Gott, die haben mich gesehen, Leute. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute. Die Zombie-Grimaces, die Zombie-Ronalds sind auf jeden Fall wieder ausgebrochen. Okay. Oh, schnell ins Auto, Leute. Schnell ins Auto. Ich muss hier weg. Fahr, 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 fahr. Oh mein Gott. Oh, okay, let's go, Leute. Okay, jetzt nichts wie raus hier, würde ich sagen. Okay, ich habe auf jeden Fall Grimace vorbeigebracht. Wie gehen wir jetzt als nächstes vor? Warte, lass mich mal kurz trinken. Lecker. So, also, du musst jetzt den Grimace einfach in diesen Automaten packen und dann beginnen wir den Prozess. Okay, Leute, dann platzieren wir mal Grimace rein. Und dazu brauche ich jetzt eure Hilfe. Jeder einzelne von euch schreibt jetzt Grimace in die Kommentare. Du wirst es machen, Max. Du wirst es machen, Peter. Mehmet, Ahmed, alle werden es jetzt reinschreiben, ja? Auch Steffen, ja? Ja, ganz besonders Steffen wird es jetzt reinschreiben in die Kommentare. Auch Robert und Chantal, wer auch immer. Jeder schreibt jetzt rein, okay? Bitte, auf drei. Drei, nee. auf null. Drei, zwei, eins, null. Und er ist drinne, Leute. Yo, Grimace ist drinne. Okay, so, kriegst du es jetzt hin? Okay, ich starte den Prozess in drei, zwei, eins. Moment. Warum funktioniert das nicht? Meine Maschine sollte klappen. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Was? Was sieht nicht gut aus? Bitte, erklär mir mal, was ist das Problem? Verstehst du den Namen Grimace? Shake? Das bedeutet, wir müssen ihn schütteln. Und ich habe hier leider keinen Automaten, der irgendwie alles in Bewegung setzen kann. Weißt du, was das für dich bedeutet? Wir müssen diesen ganzen Apparat auf einen Laster setzen und du musst mit diesem Teil durch die Gegend fahren und ihn ordentlich durchschütteln, bis daraus Grimace entsteht. Das Problem wird sein, dieser Automat darf während des Prozesses nicht beschädigt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass Ronald auf der Jagd nach dir ist. Du müsstest es also schaffen, diesen Grimace in Bewegung zu setzen, ohne den Automaten zu zerstören. Ah, das kriege ich doch hin, oder? Also, ich meine, ja gut, Ronald könnte mich schon verfolgen, aber ey, ich werde es probieren. Leute, wenn das die Möglichkeit ist, wie wir Ronald aufhalten können, dann ist jetzt der Moment gekommen. Also, packen wir das Teil auf den Laster und fahren damit erstmal ein bisschen durch Los Santos und werden Grimace reparieren und wiederbeleben. Okay, Freunde, da ist auf jeden Fall der Automat und Grimace steckt drin und wir müssen jetzt einfach nur mit diesem LKW durch die Stadt fahren, ohne dass, naja, Ronald den Automaten zerstört. Okay, Leute, dann schütteln wir den Grimace Shake. Wir müssen den richtig durchschütteln, Leute. Links, rechts. Einfach mal am besten durch richtig krasse Bodenwellen, aber ohne kaputt zu machen. Und ihr seht dieser Rauch, der da raussteigt. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Okay, Leute, noch ist alles cool. Noch ist alles cool, glaube ich. Ich denke mal, dass alles in Ordnung ist. Okay. Oh, oh, Ronald! Nein! Nein, 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 Ronald ist da, Leute, Ronald ist da, er jagt mich, okay. Leute, wir müssen schütteln, oh, ja, ich weiß nicht, ob das so richtig krass ist. Am besten durch Bodenwellen, ah, okay. Vielleicht ein bisschen driften, Leute, vielleicht jetzt hier die Kurve driften, oh. Ja, das war gut, das hat gut geklappt. Oh mein Gott, Leute, Ronald McDonald ist direkt hinter mir. Nein, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. Oh, warte, ich habe eine Idee, hier gibt's so diese Rampe, hier gibt's die Rampe. Oh nein, ja, ja. Jo, oh, das war gut, das war gut. Oh, Leute, ich glaube, wir kriegen es langsam hin. Wir schaffen es, glaube ich. Wow, wow. Ich glaube, Leute, es klappt. Yes, die Transformation beginnt gerade. Wow, oh mein Gott. Yo, ich glaube, das Teil platzt gleich, Leute. Ich glaube, es platzt gleich. Yo. Oh, hat's ge... Ja. Grimace, du lebst. Yes. Oh, und Ronald.
Hallo ihr beiden. Was geht ab? Du Verräter. Du hast es also geschafft. Du hast Grimace wiederbelebt. Oder ich sehe das Ganze als eine Art Freundschaftsangebot. Du möchtest, dass ich Grimace noch einmal für dich erledige, damit es gleich doppelten Spaß bietet. Ronald McDonald, du bist mein größter Feind. Du hast meinen Grimace-Shake zerstört. Und jetzt, wo ich wieder da bin, kann ich dich endlich in einem 1 gegen 1 besiegen. Du denkst, du kannst es gegen mich aufnehmen? Na gut, ich fange erstmal ganz leicht mit dir an. Und später wirst du nicht mehr lachen. Wow. Wow, Leute, es geht los. Der Kampf geht los. Ronald gegen Grimace. Runde 1. Oh mein Gott, Alter. Oh, yo. Okay, alles klar. Yo. Okay, das war ein heftiger Angriff. Aber Leute, Grimace kommt wieder zu alter Stärke zurück. Er kommt wieder zu alter Stärke zurück und isst ihn auf. Isst ihn auf, Leute. Und ich glaube, Ronald versucht sich gerade daraus zu befreien. Und ich glaube, mein Spiel crasht. Oder? Ist es so? Irgendwas ist gerade faul hier, Leute. Okay, Leute, der Kampf geht auf jeden Fall weiter. Und wir sehen jetzt definitiv Ronald gegen Grimace. Und die können einfach so schwingen wie Spider-Man oder so. Und beide treffen sich jetzt, glaube ich, endlich mal in einem... Yo, Alter, ihr müsst schon aufeinander drauf gehen. Jetzt geht's, Leute, in den Direktkontakt. Und wir sehen, Grimace schmeißt erst einmal ihn weg und... Yo, Alter, der hat einen richtig nice Move rausgehauen. Und wir sehen, Leute, Grimace... Er greift sehr gut an, Leute. Bam, 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 bam. Er macht sehr gut, aber jetzt kommt auch ein kleiner Konter von Ronald. Oh, nicer Punch, Freunde. Nicer Uppercut hier von Ronald. Und jetzt werden wir sehen. Oh mein Gott, Alter, Grimace. Du darfst nicht aufgeben. Du darfst nicht aufgeben, Kollege. Er hat richtig viel Damage. Er hat nur noch 400 Leben. Aber Ronald hat noch 2000. Los, greif ihn an. Nein! Leute, ich glaube, Grimace hat den Kampf verloren und mein Spiel schon wieder gecrashed. Okay, Leute, ich glaube, die erste Runde hat Grimace leider verloren. Also in der zweiten Runde versucht Grimace es aber wieder gut zu machen. Und ich glaube, er muss angreifen. Na los, Grimace! Greif an, Junge! Du musst attackieren! Na los, greif an! Was ist denn mit dir los? Oh, er wollte gerade zum Angriff ansetzen, Leute. Grimace jetzt im Offensivmodus teilweise, aber er muss auch mal wirklich liefern, Leute. Er hat nur noch wie viel Leben? Ich glaube, es sind nur noch 5000 oder so. Oh mein Gott, Grimace. Du musst schneller angreifen. Ja, erster Angriff, Leute. Zweiter Angriff. Let's go. Weiter so. Genau weiter so machen. Yes. Auf jeden Fall, das ist gut. Das ist gut. Genau so muss man das machen. Yes. Die ganze Zeit draufhalten. Yes. Aus der Luft, Leute. Angriff aus der Luft plötzlich. Oh mein Gott, Alter. Und Ronald kassiert eine nach der anderen. Grimace ist gerade wie entfesselt, Leute. Er ist, glaube ich, im Rage-Modus Angriff. Und jetzt greift Ronald mich zweimal an und Grimace verteidigt mich. Den Schiedsrichter verteidigt er. Und jetzt gucken wir, wie viele Leben hat Ronald noch. Ich glaube, es ist nicht mehr so viel. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele Leben, Leute. Das könnte bald die entscheidende Phase sein, dass es in das Finale gleich reingeht. Und wie viele Leben hat Ronald? Das sind, glaube ich, nur noch unter 1000, so in etwa. Ja, so circa, Leute. Ich habe es nicht ganz gesehen. Oh, Ronald kommt in die Luft, aber Grimace wehrt den Angriff sofort aus der Luft ab und schon wieder. Oh mein Gott. Und... Oh mein, yo, was hat er gerade gemacht, Leute? Grimace hat irgendwie, I don't know, er hat irgendwas beschworen gerade. Und, boom, Alter, oh, yo. Jetzt schmeißt den. Wie viele Leben hatten der noch? Alter, die haben ja richtig viele Leben, sage ich euch. Die sind auch nicht, oh mein, Leute. Wow, das war ein krasser Angriff. Wo ist Grimace, wenn man ihn braucht? Grimace. Boah, was ein Punch. Und nochmal aus der Luft. Yo. Alter, es ist so schwer, die auf der Kamera zu halten, weil die sich so krass über dieses Spielfeld hier bewegen. Und ich guck mal, wie viele Leben Ronald noch hat. Er hat nur noch 1000, 2000. Ich glaube, da war was mit 1000 zu sehen. 1700, Leute, das sieht gut aus. 1700 Leben, Leute, noch bei Ronald. Grimace, helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ronald, du wirst es nicht schaffen. Grimace, mach dich jetzt fertig. Pass auf. Yo, aus der Luft angreifen und noch ein zweites Mal. Und yes! Erster Sieg geht an Grimace. Let's go. Das heißt, wir gehen jetzt in ein Finale rein, Leute, wo die beiden Charaktere den ultimativen Punch raushauen. Die ultimative Version. Seid ihr gehypt? Jetzt schreiben, auf welcher Seite ihr seid. Ronald oder Grimace in die Kommentare. Auf geht's zum Finale. Okay, Leute, da ist das Finale und wir haben auf jeden Fall... Grimace? Wo ist Grimace? Oh, yo, der kann sich in Nebel verwandeln. Oh, yo, das ist die Ultima.
ultimative Version. Und zwar sind es einfach die Super Giga Chat Ronald gegen Super Giga Chat Grimace gerade. Alle auf einem Haufen und die greifen sich gegenseitig an. Wollen sich irgendwie aufsaugen. I don't know. Ist ein bisschen sass, was hier gerade abgeht. Aber beide greifen sich mit diesen Nebelattacken die ganze Zeit am laufenden Band an. Ich habe keine Ahnung, wer von denen wer genau ist. Aber wir sehen, Leute, es ist alles im dichten Nebel gehüllt. Ja, alles im dichten Nebel gehüllt, wie Standardskill sagen würde. Und, oh, yo, ich habe keine Ahnung, was die gerade machen. Aber, ja, wie kämpfen sieht das jetzt nicht aus. Oh, Alter, es hört sich auf jeden Fall krass an. Man muss es sagen. Wie viele Leben hat er noch? 9400. Ronald hat nur noch 9400 Leben, während Grimace noch über so 10.000 circa hat, wenn ich sie sehen kann. Und Leute, der Nebel, der wird einfach immer krasser. Die machen absoluten Nahkampf. Jetzt absoluter Nahkampf. Wirklich komplette Eskalation. Und jetzt, wer greift wen an? Wo ist wer hier? Hallo? Oh, die waren alle in der Luft gerade. Oder im Boden. Die sind einfach im Boden unterwegs. Grimace Shake mit diesem Grimace Schleim. Und jetzt Ronald mit seinem Ronald. Ronald Tornado? Ronald Tornado macht er gerade. Yo, 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 yo. Was geht ab? Was geht ab? Ey, ich... Yo, oh mein Gott. Alter, es ist so schwer, das auf die Kamera zu halten. Aber ich glaube, Leute, Ronald ist nur noch bei 6.900 Leben. Bill Grimace nur 10.000 hat. Es könnte reichen. Er könnte es schaffen. Mit noch ein bisschen mehr Durchhaltekraft könnte er diesen Kampf gewinnen, Leute. Und es sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Wow, 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 wow. Was geht ab? Was geht denn hier ab auf einmal? Oh mein Gott. Jetzt aus der Luft. Nein, Grimace. Grimace hat auch unter 10.000 Leben gerade. Aber Ronald gerade. Sehr, sehr krasse Nahkampfkombination gerade von Grimace, Leute. Das scheint jetzt langsam in die finale Phase abzugehen. Und irgendwie scheinen sie sich gegenseitig die Kräfte und die Leben zu rauben. Aber die ganze Zeit diese ganzen Nebelangriffe. Und jetzt, Leute, ist es nicht mehr so viel. Nur noch 2000 Leben bei... War das gerade ein K.O.? Ich dachte gerade, das wäre ein K.O., Leute. Bam! Das war ein nicer Punch. Nicer Punch seitens Grimace. Und noch einmal! Noch einmal aus der Luft. Das gibt richtig viel Damage-Punkte. Ronald nur noch bei 1000 Leben, Leute. Ich glaube, er könnte es schaffen. Der Tornado Ronald ist nicht mehr lange zu halten, Leute. Es könnte bald in die finale Phase gehen. Ronald ist ganz kurz davor, den Kampf zu verlieren. Und ich glaube, er wird durchgewirbelt. 90 Leben. Nur noch 90 Leben. Und das war's. Es ist vorbei. Der Kampf ist aus. Ronald hat verloren. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Alter. Grimace hat den Kampf gegen Ronald McDonald gewonnen. Leute, war das nice. Oh mein Gott. Freunde, das bedeutet, Grimace hat auf jeden Fall die Ordnung in Los Santos wiederhergestellt. Der Ronald-Fluch ist vorbei. Und Grimace ist nett geworden. Also, Happy End würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir uns von Ronald zu Ronald-Gott upgraden, dann, Leute, lasst einen Daumen nach oben da für diesen Part. Ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!